Wir haben heute einen Interviewpartner, der sich selbst als Digitalist bezeichnet. Hallo Martin Gieswein, schön, dass du da bist. Danke, hallo Claudia. Möchtest du uns vielleicht in 30 Sekunden dein Unternehmen vorstellen? Da fange ich immer ganz gern an mit der Aufgabe oder der Berufung und meine 20 Jahre, die ich Erfahrung habe in der Digitalwirtschaft, die möchte ich weitergeben an andere Firmen und Organisationen, damit sie die nächste Runde der Digitalisierung gewinnen. Die letzten 10 Jahre, glaube ich, haben wir verloren. Die Gewinner sind Firmen, die in USA oder in Asien beheimatet sind. Und bei uns hat sich so viel getan. Und ich bringe in Workshops, in Keynotes, in Vorträgen, in Projektbegleitungen einfach dieses Update der BWL, dieses digital-ökonomische Verständnis zu den Führungskräften, sodass wir einfach in Europa, in Österreich, in Niederösterreich optimal mit Big Data und Geschäftsmodellen aus der digitalen Welt umgehen können. Das klingt sehr spannend. Ist es auch. Gibt es vielleicht auch noch drei Dinge, die du uns über dich persönlich sagen möchtest? Bist du selbst auch, also hast du dich immer schon zum Beispiel für Digitalisierung interessiert oder was gibt es zu sagen über Martin? Ich mache das jetzt wirklich schon seit über 20 Jahren und immer praktisch. Also ich war auf den Sonnenseiten des Digitalisierungswahns auch. Ich habe Firmenverkäufe leiten dürfen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, wundervolle Situationen zu haben, wo man einen Innovationscampus eröffnet mit 6000 Quadratmetern, wo Menschen zusammenkommen und diese digitale Welt gestalten. Ich bin Investor in Startups, wo ich permanent erlebe, wie man Digitalisierung gestalten kann. Das sind sozusagen die tollen, die positiven Beispiele. Aber ich war auch auf den Schattenseiten. Ich war über 9 Jahre Manager bei Nokia, bei der Handysparte. In der Zeit, wo wir 50.000 Mitarbeiter verloren haben, weil wir nicht verstanden haben, wie die digitalen Geschäftsmodelle funktionieren, hereinkommen, Apple, Google etc. und eine ganze Branche, die sich so sicher gefühlt hat, auch verändert. Und genau dieses, wenn ich sagen darf, authentische, das bringe ich ein in die Projektbegleitungen, in die Firmengründungen, in die Vorträge und in die Workshops, sodass einfach die Möglichkeit da ist, für die Führungskräfte sich anzusehen, passt das für mich? Ist das etwas, was ich übernehmen kann, sodass ich keine Fehler wiederhole, weil das völlig unnötig ist und wir haben die Zeit nicht. Europa muss hier aufholen. Und ich selber muss mich natürlich auch immer neu erfinden und kann nicht immer nur digital und Podcasts mache ich auch sehr viel, dieses Know-how rüberbringen. Also wenn man das auch physisch in der Hand haben will, also ich schreibe gerade ein Buch, ja, Europas letzte Chance. Praxisstrategien für den digitalen Wandel, für die digitale Wende in unseren Unternehmen und Organisationen. Und da geht es wirklich darum, die Methodik, die da ist, anzuwenden. Das ist alles keine Magie. Es gibt klare Top-Geschäftsmodelle, es gibt klare Schritte, wie man ein großes, ein kleines Unternehmen digitalisiert. Und es ist ganz wichtig, dass wir den Menschen in den Fokus stellen und die Innovation, die wir hier bauen, mit ordentlichen betriebswirtschaftlichen Umsetzungen gestalten und das versuche ich einfach ja, ein bisschen zu befeuern und mit meinen Erfahrungen anzureichern. Das klingt ja sehr umfassend und also das betrifft bei dir alle Bereiche, oder? Schreiben, Workshops, Wissen weitergeben. Das führt mich eigentlich gleich auch zur nächsten Frage und vielleicht hast du es auch schon angesprochen, was ist deine Vision als Unternehmer? Gibt es deine große Vision? Wenn man so die Zeitungen aufschlagt oder in den Medien liest, dann wird sehr viel über das Silicon Valley gesprochen oder wie toll China Technologien nutzt. Ich glaube, Europa, und spreche ich runter auf uns, Österreich, Niederösterreich, auch in Deutschland, wir brauchen einen anderen Weg der Digitalisierung, einen, der noch viel mehr auf die Menschen fokussiert ist und der nicht Technologie als Selbstzweck sieht, nur weil wir es können, künstliche Intelligenz oder Internet of Things, deswegen müssen wir es noch nicht anwenden, sondern wir müssen uns immer die Frage stellen, was bringt das den Menschen? Und die Menschen sind in dem Fall entweder die Kundin, der Kunde oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin. Und das, glaube ich, dieser digitale Humanismus ist der Weg, mit dem wir in Europa, in Österreich, mit unserer Tradition gewinnen können. Wir können zwar die Methodik kopieren, wir können die digitalen Geschäftsmodelle analysieren der internationalen Firmen und für uns als klein- und mittelständisches Unternehmen anwenden. Aber wie wir das tun, dieser Mindset, ich glaube, der sollte ein europäischer sein, mit den tollen Menschen, die wir hier haben und die permanent besser werden wollen und eine menschliche, profitable Zukunft für uns machen mit einer
durchaus einen Optimismus hin zur Digitalisierung, aber ohne Hype, sondern als Teil unseres Unternehmertums. Das klingt nach einer wirklich schönen Vision, auch den Menschen einzubeziehen, und ich kann mich da nur anschließen. Ich finde auch, wir haben ganz tolle, vor allem auch EPU in Niederösterreich. Danke vielmals für dieses Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt, auch in puncto Digitalisierung, was sich da noch tun wird. Und ja, wir sind auch schon sehr gespannt auf dein Buch. Ich nehme an, auf deiner Webseite wird man das dann auf kurz oder lang erwerben können. Giswein.org, langes I-Doppel-S, und genau die EPUs, die du ansprichst, die profitieren natürlich am meisten von diesen Möglichkeiten der Digitalisierung, und wir können das gemeinsam gestalten. Danke für die Initiative von Seiten Wir sind eins. Dankeschön.